Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Dungeons & Dragons Ehre unter Dieben, die Verfilmung des Pen-and-Paper-Klassikers. Was diese jetzt am Ende kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Bist du in der Schlacht im Ewigen Moor getötet worden? Ja! Vier Fragen noch, ja? Ja! Nein, das war nicht für dich. Zählte das als Frage? Ja! Verdammt! Du antwortest nur, wenn du gefragt wirst. Alles klar? Ja. Warum fragst du denn, ob alles klar ist? Hab ich nicht. Fantastisch. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Edgin. Der ist ein charmanter Dieb, allerdings ja, alleine kann er nicht wirklich viel bewirken. Deswegen hat er einige Gefährten um sich. Und da sind wir wieder im klassischen Pen and Paper. Also jeder hat seine Rolle. Der eine ist in dem Fall der Barde, aber auf der anderen Seite haben wir auch die Kriegerin, einen Paladin, eine Druidin oder auch einen Zauberer. Also jeder hat sozusagen seine Rolle und seine Fähigkeiten. Und das wird hier auch so relativ originalgetreu gezeigt. Aber das ist eben vor allem hier wichtig, dass die Dynamik zwischen den Figuren sehr, sehr gut funktioniert. Denn im Grunde geht es darum, dass die böse Zauberin Sofina aufgehalten werden muss. Wie das Ganze funktioniert und welche Umwege sie gehen müssen, um da irgendwie ans Ziel zu kommen, darum geht es hier eben. Und ich will gar nicht zu viel verraten, weil es ist etwas kompliziert, alles bis ins Detail zu erklären. Und es gibt auch ein paar in Anführungszeichen Wendungen, die mehr oder weniger überraschend sind. Aber am Ende ist es einfach ein unterhaltsamer Abenteuer-Fantasy-Film, der, finde ich, von der Geschichte her hauptsächlich davon profitiert, dass die Figuren hier miteinander wirklich echte Bindungen haben und ich denen das auch wirklich abnehme. Dementsprechend ist das storytechnisch zwar nicht überragend, aber insgesamt okay, 3 von 5 Punkten. Schauspielerisch muss man sagen, Chris Pine ist hauptsächlich natürlich dabei, weil er einen Namen hat, aber er funktioniert in dieser Rolle hier als Barde, als charmanter Dieb eigentlich sehr, sehr gut. Das ist unterhaltsam. Zusätzlich haben wir natürlich auch noch Michelle Rodriguez, die als die Kriegerin Holga wirklich super gut passt. Eine taffe, starke Frauenfigur, aber auch einige andere bekannte Schauspieler sind mit dabei, die man aus eher kleineren Rollen in Filmen oder Serien kennt. Funktioniert gut, der Cast 3 von 5 Punkten. Jetzt komme ich zur Technik und da muss ich sagen, sieht vieles oftmals eher mittelmäßig aus. Also viele verwaschene Bilder im Sinne von, die sind nicht ganz scharf, da fehlt so ein bisschen die hochauflösenden Texturen, würde ich jetzt mal fast so sagen, drin. Auf der anderen Seite haben wir aber auch oft rauschende Bilder, also wurden nicht lang genug gerendert. Und wir haben auch viele dieser Figuren, die einfach eher mittelmäßig aussehen, die so Kostüme tragen oder vielleicht ist es auch CGI drüber gemacht, aber es sieht einfach nicht echt oder auch nicht gut aus. Deswegen ist der technisch leider nicht so wirklich überragend. Er hat einige nette Ideen mit drin, aber ja, reicht am Ende nicht 2 von 5 Punkten. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Ich muss sagen, Dungeons & Dragons ist ein Film, der funktioniert im Kino, der ist okay, der ist nicht überragend, aber es ist mal schön, wieder so eine Art Fantasy-Film zu sehen. Der funktioniert für sich insgesamt ganz gut. Dementsprechend 3 von 5 Punkten von meiner Empfehlung her. Ich hätte ihn jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber ich glaube, für Fans der Reihe ist er ganz gut. Er ist eine der deutlich besseren Verfilmungen, was so in die Richtung Videospiele geht. Dementsprechend da auf jeden Fall deutlich besser als das, was wir vor über 20 Jahren mal bekommen haben. Dementsprechend ja, insgesamt dann 11 von 20 Punkten. Er ist okay, er ist solide, aber auch leider nicht überragend. Dementsprechend, das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf dem Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao.